Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen hier auf der Dachterrasse zu einem verstürmten Tag, kann man fast sagen. Wisst ihr, was mir heute Morgen in den Sinn gekommen ist? Ich habe richtig Bock auf Gulasch gehabt und ich habe hier vor mir ein Stück Fleisch, das zufällig bei uns im Gefrierfach gelandet ist, jetzt aufgetaut hier vor mir steht, den sogenannten, ja, im Netz wird da oft gerne Beefhammer genannt, aber in Wirklichkeit handelt es sich hierbei um eine Rinderwade und die haben wir von der Schwarzwälder. Und der Schwarzwälder hat gesagt, das ist eigentlich ein Cut, den wirst du so in der Auslage beim Metzger in der Regel nicht finden. Das hat auch einen Grund, warum das so ist, denn eine Rinderwade muss speziell zubereitet werden, ist eben kein kurzgebratenes Stück Fleisch, was ihr so kennt, wo man dann sagt, ich schneide das mal irgendwie ein Steak auf, sondern es ist wirklich ein Stück Fleisch, was von dem Tier, also von dem Rind, sehr, sehr stark beansprucht wird. Und wenn etwas sehr stark beansprucht wird, dann passiert Folgendes, es wird meistens schnell zäh. Und es eignet sich deswegen auch besser zum Schmoren. Also so ein Stück wie hier, so ein großes Teil, vielleicht kann Alex das nochmal richtig schön zeigen. Guck mal, wie das aussieht. Das ist echt brachial, das Teil, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie viel der wiegt, aber ich schätze mal so 1,5 Kilo vielleicht, so vom Gefühl. Ist wirklich ein massives Stück Fleisch. Ihr seht auch, hier sind viele Sehnen, hier sind auch lange Fasern im Fleisch. Lange Fasern auch immer ein Zeichen dafür, es wird viel beansprucht. Logisch, die Wade ist die ganze Zeit in Action. Und deswegen muss man halt auch wissen, wie man das zubereitet. Und deswegen ist es auch eben kein klassisches Stück aus der Auslage. Wenn ich ein bisschen geschwollen spreche, liegt das daran, dass es kalt ist und der Wind mir die ganze Zeit um den Kopf pfeift. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, heute bereiten wir das mal zu. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wir haben vor kurzem mal, was heißt vor kurzem, schon ein paar Monate her, haben wir mit Carsten ein Gulasch zubereitet. Und dieses Gulasch-Rezept, wenn ihr es noch nicht kennt, müsst ihr es euch angucken, ist wirklich fantastisch gut geworden. Und da hat Carsten am Anfang gesagt, wenn ich die Wahl hätte, welches Stück Fleisch ich wähle für Gulasch, dann würde ich immer eine Rinderwade nehmen, weil da sind viele Sehnen drin, da sind lange Fasern drin, die schmort schön vor sich hin und am Ende wird die richtig zart und butterweich. Und ich glaube, dass wir genau das heute nachmachen werden. Wir werden aber kein klassisches Gulasch machen, sondern wir werden uns auf dieses Stück Fleisch konzentrieren, es vernünftig zubereiten, es schmackhaft zubereiten und dann kann man später die Beilagen selber aussuchen. Und das ist nämlich der Trick dabei, dass man dann flexibel sein kann. So, jetzt kommt's. Flexibles richtige Stichwort. Hier habe ich ein flexibles Messer. Hintergrund ist folgender. Wer bei uns im Stream dabei ist, wer uns auf Instagram folgt und so weiter, der weiß das. Wir haben mittlerweile auch Messer im Shop. Wir bieten die nicht nur an, sondern wir haben die auch extra designen lassen. Da steht Grill Cut Eat Repeat drauf. Ist von der Marke Dick, Dick-Messer. Und da haben wir jetzt verschiedene aufgenommen, weil wir gesagt haben, wir möchten Messer zugänglich machen für alle, vernünftigen Preis abbilden, vernünftige Qualität abbilden und am Ende muss es auch eins sein, was ich schnell nachschärfen kann, was einfach ein Arbeitsmesser ist. Also nichts, was ich mir in die Vitrine stelle, sondern eins, womit ich die ganze Zeit arbeiten kann, das ist der Grund. Das wäre jetzt mal der Kurzteil dazu. Und hiermit kann ich halt hervorragend hingehen und diese Sehnen runterlösen. Das mache ich aus einem bestimmten Grund. Die könnten zwar mit verkochen, aber es dauert unfassbar lange und das will ich einfach vermeiden. Das heißt, diese Sehnen hier außen, die nehme ich jetzt erstmal ab mit der flexiblen Klinge. Ihr seht das hier schon, wie das Messer hier durchgeht, nämlich fast gar nicht, weil das so ein massives Stück Fleisch bzw. so eine massive Sehne ist. Und da muss man echt gucken, dass man immer ganz gut runterbleibt. Und dafür bieten sich eben diese flexiblen Klingen an, weil du einfach so ein bisschen besser unter der Haut bleiben kannst und ein normales Kochmesser dann eben vielleicht schon ein bisschen fest ist. Was aber nicht heißt, dass ein Kochmesser nicht ausreichend wäre. Also wer da ein bisschen mit umgehen kann, vielleicht noch deutlich geschickter ist als ich, der schafft das mit einem Kochmesser mit Sicherheit auch ganz einfach. Nach ein paar Minuten ist die Rinderwade nackig. Guckt euch das an, sieht ganz gut aus. Hier hinten habe ich natürlich dann nicht mehr abgeschnitten, hier ist schon der Knochen, da brauche ich nichts mehr machen, das ist eine harte Fläche. Und was auch ganz wichtig ist an der Stelle und auch ein extremer Geschmacksträger bei diesem Stück Fleisch, ist der Knochen selbst, weil, man kann das hier vielleicht ganz gut erkennen, hier ist Knochenmark noch mit drin. Und wenn das Ganze später geschmort wird und über einen langen Zeitraum läuft, dann tritt dieses Knochenmark aus, geht in die Soße mit rein und gibt nochmal so einen richtig tiefen Geschmack ab. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr löffelt, gibt es Menschen von euch, die so einen Rinderknochen mal ausgelöffelt haben? Ist jetzt vielleicht im Kopf erstmal so eine Blockade, wo man sagt, ah, kann man das machen, kann man es nicht machen. Wenn ihr es schon mal gemacht habt, schreibt doch gerne mal eine Meinung dazu. Ich persönlich habe das am Anfang so ein bisschen zwiespältig gesehen und mittlerweile muss ich sagen, dass dieses Zeug wirklich lecker schmeckt. Also ja, leckere Sache auf jeden Fall. Guck mal nochmal hier. Vom Fleisch an sich, das was ich vorhin gesagt habe, wird sich jetzt hier so ein bisschen bestätigen. Man sieht das, also hier ist auch noch so ein bisschen Fetteinschüsse mit drin. Die kann man lassen.
Die möchte ich also gerne, dass sie mitschmelzen. Und man sieht hier auch schon, wie die Struktur des Fleisches aufgebaut ist. Also das ist wirklich auch beim Schneiden, hat man es gerade eben schon gemerkt, eine richtig zähe Angelegenheit. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob man das Ganze auf einen Drehspieß vielleicht zubereiten sollte oder ob es irgendwie noch eine andere Möglichkeit gibt. Aber ich muss für mich persönlich sagen, ich glaube, dass eine Schmorvariante immer das Beste ist. Und gerade in der kalten Jahreszeit, jetzt wo es kalt wird, wo man nicht so Lust hat, immer am Grill draußen zu stehen, vielleicht geht es euch ja auch so. Also mir geht es nicht so, aber vielleicht geht es euch ja so. Dann ist es wie folgt, man sollte sich vielleicht für ein Schmorgericht entscheiden. Deswegen haben wir das gemacht. So, bevor ich jetzt mit der Zubereitung im Dutch Oven starte, habe ich hier natürlich noch Salz. Und normalerweise ein Steak oder so weiter salzen wir ja vorher nicht. Aber hier ist es jetzt so, da nichts durch den Rost fallen kann später, habe ich gesagt, ich salze das Ganze schon mal ordentlich von außen. Ich habe hier auch wieder unser Angeber-Salz, logischerweise. Da habe ich auch von euch schon viel Feedback gelesen, dass ihr das auch ziemlich cool findet. Ja, da kannst du aber jedes Salz nehmen, auf das du Bock hast. Das ist halt hier irgendwie, finde ich, von der Struktur und so, wie es auch irgendwie vom eingebildeten Geschmack ist, einfach eine leckere Nummer. Jetzt seht ihr hier im Hintergrund den Grund, warum es manchmal auch sinnvoll ist, einen großen Grill zu haben. Hier an alle, die jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, damit ihr das schon mal gehört habt. Nein, wir haben damals gesagt, okay, wir brauchen einen großen Grill und einen kleinen Grill. Der große Grill einfach dafür, um auch mal größere Dinge zu tun, so wie sowas jetzt zum Beispiel. Und einen kleineren, um eben so die normalen Dinge zu tun. Und das, was ihr hier seht, ist ein XXL Dutch Oven. Da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Öl reingemacht. Und wie man sieht, ist das Ding jetzt richtig, richtig knacke heiß. Und wenn man diese Sizzle Zone von dem Prestige Pro 500 kennt, dann kann man abschätzen, wie groß dieser Topf da hinten ist. Und jetzt wird das Fleisch einfach einmal scharf von allen Seiten angebraten. Eieiei. Also, das Ding kann richtig Power vertragen, so viel steht fest. Aber so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Jetzt sieht man hier von allen Seiten, dass so ein bisschen was schon stattgefunden hat. Und gerade die Röststoffe sind ja beim Grillen immer so ein Element, wo man sagt, das brauchen wir auch. Deswegen passt das soweit. Was man auch wunderbar sehen kann, ich wackel mal so ein bisschen hier oben am Knochenmark, der hat sich schon was getan. Also die Flüssigkeit tritt aus, es wird langsam schon weich. Das liegt einfach daran, dass von unten richtig Schub reingekommen ist. Den kann ich jetzt ganz kurz zur Seite stellen, denn wir müssen uns um das Gemüse kümmern. Wie man immer sowas macht, wenn man was schmort, man setzt irgendwie noch eine Soße an oder man sagt, okay, alles klar, ich brauche irgendwie so die Grundzutaten. Ihr kennt das vielleicht, Suppengrün ist eigentlich immer so eine Sache, die immer ganz gut läuft. Heute habe ich hier Zwiebeln und ich habe hier Karotten. Und was ich jetzt erstmal machen werde, ist die Karotten und auch die Zwiebeln in der Pfanne so ein bisschen oder in meinem Topf ein bisschen anschwitzen, ein bisschen auch mit Röstaromen versehen und dann gebe ich ein bisschen Tomatenmark dazu und wenn das gleich soweit ist, dann wird es hier schon mal sowas von fantastisch gut riechen. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit den Karotten, machen mit den Zwiebeln weiter. So, wenn es so aussieht, dass hier so ein bisschen dunkle Punkte kommen, jetzt sozusagen ein wenig anbrennt oder anschmürgelt, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Denn schlussendlich möchte ich ja nachher auch eine braune Soße haben. Und damit das gut funktioniert, wird jetzt noch ein bisschen Tomatenmark hinzugegeben. Das braucht auch ordentlich Hitze. Und dieses, ich glaube, man nennt den Vorgang tomatisieren, kann das sein? Ich glaube, ich nenne den Vorgang einfach karamellisieren, das klingt besser. Dann kriegt man mehr Hunger. Das heißt aber bestimmt anders. Das passt für mich soweit. Jetzt habe ich hier einen Rotwein, trockener Rotwein zum Ablöschen. Gerade bei dunklen Soßen, man braucht übrigens Kraft in den Händen und keine Creme. Eine Creme an der Hände, das funktioniert nämlich nicht. Und jetzt zischt das schön. Oi, geil. Das Hotel drüben wird sich gleich wieder freuen. Es riecht hier alles fantastisch. Jetzt blubbert das und das sind die Geräusche, die ich brauche. Und ich sehe jetzt schon, dass das nachher eine richtig schön dunkle Soße wird. Denn auch das Fleisch, was ich angebraten habe, die ganzen Röststoffe, die dabei entstehen, setzt sich alles in diesem Töpfchen ab. Und wenn ich den dann gleich in den Grill reinstelle und wir das Ganze schmoren und später abbinden, haben wir wirklich eine hervorragende Soße. Dazu kannst du Kartoffeln machen. Also ich hoffe, euch tropft gerade genauso der Zahn, wie er mir schon tropft. Wenn dem so sein sollte, könnt ihr das gerne signalisieren. Mit einem Daumen nach oben. Guck mal. Oh, jetzt riecht das nicht gut? Alex, sag mal ehrlich. Mega. So, der Wade wird kalt. Also wird Zeit, hier ein bisschen umzubauen.
Ich habe den Grill schon mal eingeregelt. Das sieht man immer hier so farblich, was da passiert. Das ist jetzt in dem Fall die Sizzle Zone. Die kann ich ausmachen. Und rechts und links sind beide auf Vollstoff an. Ich muss mal gucken. Ich brauche so ungefähr 180 Grad im Grill. Nehme jetzt diesen riesigen Topf, stell den quasi in die Mitte. Blauer Bereich, indirekte Zone. Und das heißt auch, wenn es jetzt, mal gucken, ob das überhaupt zugeht hier. Oh, Glück gehabt. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier aktuell im Deckel, zeigt er mir so an, 180 Grad. Das liegt einfach daran, jetzt war er gerade offen. Ihr müsst euch immer merken, wenn die Temperatur im Deckel angezeigt wird, ist sie immer etwas kälter als am Rost. Und die Rosttemperatur ist eigentlich entscheidend. Man kann so ungefähr 20 Grad abziehen, sage ich mal. Sprich, ich brauche hier so, ja, um die 200, 220 Grad. Da bin ich ganz gut in der richtigen Range unterwegs. Und was passiert als nächstes? Das bleibt jetzt hier schön drin. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Knoblauch dazu. Den hätte man auch schon eher reintun können. Ich selber bin aber ein Freund davon, den nicht verbrennen zu lassen, weil das dann meistens bitter wird. Und deswegen gebe ich den immer rein. Habt ihr vielleicht schon mal gehabt, dass er so Knoblauch, wenn man so überhastet, einfach in eine Pfanne reingehauen hat, dass dann auf einmal so diese Bitterstoffe frei werden. Das wollen wir eigentlich vermeiden. So, Rosmarinzweige. Die kann ich da so mit reingeben, genauso wie Lorbeer, denn die finde ich noch wieder. Und jetzt kommt ein Trick, den ihr bestimmt vielleicht sogar schon kennt. Und wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall ein Trick. Habt ihr schon mal auf so eine Nelke drauf gebissen? Man kennt das vielleicht so zu Weihnachten im Rotkohl. Die Familie tun sie alles auf den Teller und einer beißt in die Nelke rein und schreit dann rum, weil es komisch schmeckt. Und das hasse ich wie die Pest, hätte ich beinahe gesagt. Sprich, Nelken kann ich nicht drauf rumbeißen, aber es gibt hier so ein Tee-Ei. Man kann auch einen Teebeutel nehmen. Und da packe ich jetzt die Nelken rein. Und ich kann euch sagen, der liebe Hannes war so frei, hat das ganze Rezept hierzu auf dem Blog veröffentlicht. Wenn ihr also genauen Mengenangaben haben wollt, geht einfach auf den Blog, guckt euch das an. Und dieses Tee-Ei versenke ich jetzt einfach. Dann brauche ich nachher keine Nelken suchen, wenn es drauf ankommt. Hoch mit rein. Zack. Jetzt habe ich hier noch so einen Schuss Pfeffer. Ihr habt am Ende sehr, sehr viel kernigen Geschmack drin. Ihr müsst es dann selber nochmal abschmecken mit Salz und Pfeffer natürlich. Aber ich gebe schon mal so eine kleine Prise mit dazu hier. Das geht eigentlich schon mal vorweg. Einmal umgerührt. Und jetzt stelle ich den Beefhammer oder die Rinderwade, so wie sie ist, mit rein. Wobei in meinem Fall lege ich sie mit rein. Hinstellen wäre der falsche Begriff. Zack. Und gebe noch etwas Rinderfond hinzu. Den kann man, so wie wir jetzt hier, tatsächlich fertig kaufen. Den kann man vielleicht auch selber ansetzen. Ich glaube, da gibt es auch Rezepte zu. Man kann auch seinen lieben Metzger fragen, ob er welchen hat. Ich habe jetzt erstmal welchen hier besorgt. Den kippe ich mit auf. Hintergrund ist, das Ganze soll ja schön schmoren. Und dazu brauche ich auch einfach Flüssigkeit, damit das auch gut gewährleistet ist. Und wenn ich jetzt gleich den Deckel drauf mache, habe ich mich dazu entschieden, dass ich da noch einen Brenner mehr hinzuschalte, weil das Ganze ist ja wirklich riesig. Der Topf ist groß, der kann viel Hitze ab. Und ich mache jetzt den Deckel hier drauf. Und jetzt mache ich noch einen Brenner mehr. Denn ich will auch, dass unterm Topf noch ein bisschen Wärme ist und das Ganze so ein bisschen schmürgelt. Und schlussendlich wird es jetzt wie folgt sein. Ich vermute, 4 bis 5 Stunden wird diese Rinderwade jetzt brauchen, bis sie komplett in ihre Einzelteile zerfällt, bis das Knochenmark so richtig ausgetreten ist, der ganze Geschmack in die Soße reingeht. Und ich bin gespannt, wie es am Ende schmecken wird. Ich werde es euch gleich sagen, weil für euch dauert es ja nur ein paar Sekunden. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder, wenn es heißt Rinderwade, was kannst du? Jetzt ist genau das passiert, was wir als Grill-YouTuber am meisten mögen. Es ist kalt geworden, es hat geregnet und richtig dunkel ist es auch schon. Und das hat auch einen Grund. Ich habe mich komplett verzockt bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich schätze, wir sind auf jeden Fall schon über 5 Stunden unterwegs. Und das, was ich vorhin auch gesagt habe, ist, dass diese Rinderwade einfach ein Fleisch ist, was unheimlich lange braucht. Das heißt, über wirklich einen langen Zeitraum geschmort werden muss. Nur dann wird die schön weich und zerfällt. Sprich, wir könnten dem wahrscheinlich immer noch eine Stunde mehr geben. Ihr müsst also die Zeitangabe für euch so ein bisschen bemessen, an welchem Punkt ihr sagt, es passt, und dann nehmt ihr sie raus. Und für mich ist der Punkt jetzt erreicht und ich kann euch sagen, es duftet hier fantastisch. Ich habe den Grill auch schon ausgeschaltet. Ist aber alles wunderbar funktioniert, oder Alex? War gut. Ja. Alex sagt ja, dann passt das. Und jetzt nehme ich mir erstmal Handschuhe, weil das kann ich nur empfehlen. Das ist ein alter Trick aus der Jugend.
dass man sich nicht die Hände dabei verbrennt. Aber hier habe ich ja so ein Täschchen. Oh, ist das Ding schwer. Das gibt's da nicht. Oh. Puh. So. Was habe ich jetzt gemacht? Ich und Technik. Und Leute, das ist ein Zeichen, was man braucht. Es muss richtig schön dampfen. Und genau das haben wir hier. Fantastische Gerüche, schönen Dampf. Grill können wir zumachen. Und meine Werdelein hat auch eine... Ich muss die mal rausholen. Komm, ich hole die mal raus. Das muss man sich mal angucken. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier passiert ist. Oh Gott, ich glaube, die zerfällt jetzt. Wir gucken mal. Auf jeden Fall ist es sehr heiß. Leute, zieht euch das rein. Wirklich wahnsinnig gut. Man sieht ja auch schon, dass sie hier auseinanderfällt. Und man sieht auch vor allen Dingen eine Sache, und die ist mir besonders wichtig. Vielleicht kann man das mal zeigen. Der Knochen ist hohl. Also alles, was da an Knochenmark drin war, hat sich aufgelöst, ist in die Soße eingelaufen und hat dem Ganzen so einen richtigen Geschmack gegeben. Ich habe zwischendurch noch mal ein bisschen mit Rotwein nachgefüllt, ein bisschen mit Brühe aufgefüllt. Auch das immer nach Ermessen. Hängt so ein bisschen von eurem Fleisch auch ab. Und jetzt kommt eine Aufgabe für mich. Ich muss die Soße passieren. Passieren heißt, die geht hier durch Netz. Ich will ja möglichst viel Geschmack haben. Und da ist nicht mehr viel drin. Das heißt, es ist wirklich extrem stark einritziert. Ich muss mir also um die Bindung keine Gedanken mehr machen. Sonst würde ich das Ganze durchpürieren und abbinden. Das brauche ich heute nicht mehr, weil ich habe so lange gewartet und nicht mehr nachgefüllt. Aus Faulheit, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich jetzt aber einen Vorteil. Hier ist jetzt der absolut konzentrierte Geschmack. Und ich würde sagen, ich gebe das mal für euch hier oben drüber. Das ist unglaublich, ne? Guck mal. Hey Leute. Genial. Das riecht so geil. So. Was wird mich jetzt hier geschmacklich erwarten? Purer Beef-Geschmack. Definitiv. Ich habe hier kaum Gewürze dran. Pfeffer, Salz, das Typische, was man so kennt. Danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr dabei wart bei diesem fantastischen Rezept. Ihr seht, was hier vor mir ist. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn nicht schon passiert. Und meine Wangen frieren langsam ein. Deswegen lasst mir das jetzt ganz schmecken. Gebt es den Jungs dann rein. Bisschen Milch. Okay, das ist richtig frech. Oh. Das ist Gulasch hier. Guck dir das an. Oh.